Zuversicht im Gebet. 1. Johannes 5, Verse 13 bis 15. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Was beten wir nicht alles ohne Verstand? Nur aufgrund von Emotionen oder auch von vorübergehenden Gefühlen. Leider oft auch aus einer gewissen Oberflächlichkeit und Unwissenheit heraus. Manchmal auch durch ein schräges und verzerrtes Bild von uns selbst. Lassen wir einmal die Begebenheit des Zöllners und des Pharisäers, die beide in den Tempel gingen, um zu beten, auf uns wirken. Das steht in Lukas 18, 11 bis 14, da heißt es. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, wie Räuber und Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Das Gebet des Pharisäers war nicht nach dem Willen Gottes, obwohl es hätte so sein können. Religiosität ist niemals Gottes Wille und Hochmut wie bei diesem Pharisäer schon zweimal nicht. 1. Petrus 5, 5 nachzulesen. Den Demütigen, das betont die Bibel immer wieder an vielen Stellen, den Demütigen schenkt Gott Gnade und Gehör, wie bei dem Zöllner, der dies verstanden hat und der das auch anerkannt hat. Es gibt keine Formel, die unseren Gebeten Gewicht verleiht, wie zum Beispiel das Anhängsel, dass man sagt: Ich bete dies im Namen Jesu. Das ist eine Form ohne Inhalt und ziemlich nutzlos, wenn man das nur einfach so dranhängt. Wie mit freundlichen Grüßen. Gott ist Wahrheit und entsprechend kann er keine Bitten erfüllen, die seinen geoffenbarten Absichten widersprechen. In Römer 8, 28 sagt uns Gott, dass uns alle Dinge zum Besten dienen. Wenn wir nun um etwas bitten, was uns nicht zum Besten dient, dann kann Gott das nicht erfüllen. Das ist klar. Ein religiöser Mensch, der meint, durch seine äußere Erscheinungsform und durch die Einhaltung bestimmter Rituale seine Gebete erhört und bestätigt zu bekommen, der irrt sich gewaltig. Das funktioniert so nicht. Nicht selten haben wir falsche Vorstellungen von dem, was Gott uns in seinen Verheißungen zum Gebet sagen möchte. Jakobus bringt es auf den Punkt, wenn er schreibt: Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Steht in Jakobus 4,3. Wir haben also die Pflicht und auch die Gnade, das ist nämlich eine Gnade, zu prüfen, was Gottes Wille ist. Römer 12,2. Dies tun wir eben nicht, wenn wir uns dieser Welt gleichstellen und unsere Zuversicht auf das setzen, was wir uns einbilden oder aus dem Bauch heraus erfahren. Glaube und somit Gottes Wille stützt sich nicht auf unser Bauchgefühl, auf unsere Wünsche, sondern auf Gottes Wort und auf seinen guten Willen auch für unser ganz persönliches Leben. Und Gott weiß es in dem Zusammenhang immer besser als wir, immer. Der Glaube kommt nicht aus uns, sondern es ist eine Gabe Gottes, steht in Epheser 2,8. Mit dieser Gabe können wir im Geist wandeln und auch beten und entsprechend Zuversicht haben. Nämlich, dass Gott
uns auch dann erhört und unsere Wünsche erfüllt, wenn es uns zum Besten dient und ihm auch in dem Sinne, dass uns der Heilige Geist eben auch zeigt und vorgibt, um was wir konkret beten sollen. Gott handelt immer gemäß seines Willens an uns, nämlich auch auf Grundlage der Bibel und auf nichts anderes. Und die Bibel ist das Buch der Bücher, nicht umsonst. Es ist das Wort Gottes, auf das wir uns immer verlassen dürfen und müssen. Fragen wir uns, woher kommt der Glaube? Woher? Er kommt vom Hören des Wortes Gottes, aber das Wort kommt letztlich von Gott. Römer 10, 17. Wir könnten daher in folgender Weise beten, ohne das jetzt wortwörtlich so übernehmen zu müssen. Es ist vom Sinn und Inhalt her ein Gebet, was in die Richtung geht, wie wir es anhand der biblischen Feststellungen annehmen könnten. Dann könnte man sagen, Herr, zeige mir, was ich hören und glauben kann nach deinem Wort und Willen, so dass ich Zuversicht haben kann, meine Bitte vorzutragen in deinem Namen. Gottes Wort ist lebendig. Es macht uns wach, ernährt uns im Geiste und erhält uns auch seelisch. Aber es lenkt und korrigiert uns auch, besonders in unseren Wünschen und in unseren Vorstellungen. Das bewirkt, dass unsere Gebete dann auch immer mehr dem ähneln, was Gott uns gerne und von Herzen geben möchte und auch wird. Schöner als der folgende Vers in Johannes 15, Verse 7 bis 8, kann man es eigentlich nicht ausdrücken, was gemeint ist. Da steht: Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Das ist die Voraussetzung, in Christus und in seinem Wort zu bleiben. Bitten und Empfangen ist ein Lernprozess sozusagen. Etwas, das unseren Glauben stärkt und unsere Liebe zu Jesus auch immer größer werden lässt. Dann geht es auch nicht in erster Linie um die Gabe, die Gott uns trotzdem oder gerade deshalb gerne gibt, sondern zuerst um den Geber und um seinen Willen. Und zwar der Wille, den wir uns auch aneignen sollen und nachdem wir uns ausstrecken sollen vor allen anderen Dingen, steht in Matthäus 6, 33. Der Wille Gottes für unser Leben ist kein Mysterium, dem wir irgendwie nie richtig beikommen können. Viele Dinge erfüllen sich tatsächlich wortwörtlich und sprichwörtlich und manchmal auch so, dass wir das gar nicht richtig mitbekommen. Wichtig ist, dass wir Gott vertrauen, dass wir beten, und zwar im Glauben beten, dass wir beharrlich sind auch in unseren Gebeten, dass wir Gott vertrauen, auch wenn wir manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen oder wenn wir meinen, wir sind jetzt in der Sackgasse angekommen und alle Dinge, die hätten passieren können und passieren müssen, um mir zu helfen, die sind jetzt quasi verschwunden. Und jetzt ist quasi das Ende der Fahnenstange erreicht. Auch gerade in solchen ausweglosen Situationen sollen wir einfach wissen und verstehen, dass Gott immer jederzeit alles ändern kann, wenn es sein Wille ist. Egal, wie die Umstände auch sind, egal, wie wir uns fühlen, egal, was wir denken, was jetzt passieren müsste, Gott weiß es immer besser und er wird uns auch helfen, wenn wir ihn im Glauben darum bitten. Zu seiner Zeit, zu seinem Zweck, uns zum Besten und zu seiner Ehre. Und darum geht es letztlich. Gott segne euch.